habe sie noch nie gesehen. Oh oh. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Oh oh. Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider. Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht, Fräulein Schneider. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go over it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. Alright, so we got a little dossier to follow. Okay, that's our name. Alright. Purpose, travel documents. Alright. I got it. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Alright. So we gotta... Let's review our dossier thing real quick. Guten Abend. Okay. Alright. I think I got it. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte. I got it. I'll give it to you. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Travel documents. Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich.
Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Alright. We good. So I wonder if we fail one, is it like a all-out gunfight gonna happen? I remember, your contact's name is Fisher. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Alright. Dang it. This undercover mission is gonna have a lot for us to remember. Let's see. Let's see. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Alright. I guess if there's a key we can loot off of him. Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Alright. We're just exploring for right now because I don't know where to go exactly. Ooh, what's this? Alright. Hopefully I don't seem suspicious just checking out random papers. Ooh. Is it collectible? Hey. Let's see. Guess we head upstairs? I guess not. Where are we supposed to go? Ooh. Alright. Let me go ahead and check my thing again one more time. Alright. Ooh. You're the one who I talked to? Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Code phrase. Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Oh. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Gotcha. Vielen Dank. Gern geschehen. Alright, so he's on the third floor. Ooh, almost got busted. So I'm authorized to go up here then. Dieses Treppenhaus ist geschlossen. Halt, kein Zutritt. Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Show me your papers or it's off limits. Natürlich. Bitte sehr. Come on now. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Alright. How the heck am I going to get to the third floor? Like a map I'm supposed to follow or something like that? Dieser Bereich ist gesperrt. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Alright. I guess we're finally good. Let's see. Find your contact. Oh, it's right here. Okay. What's our contact?
No, I don't think so. You have a briefcase, at least? Let me see. Ich sagte doch, der Balkon ist gesperrt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Ich habe sie hier bei mir. Was haben Sie in der Aktentasche? Ich habe Reisedokumente dabei. Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. I guess we don't go over there where he's guarding. Let's see. Oh. I don't know if you're the person I'm looking for. I don't know. You say a gray officer's uniform? Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? How do I know which one's an officer? Vergessen Sie's. Tut mir leid. Ich bin sicher, dass er Ihre Nachricht erhält. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? I don't know how to identify. Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Oh. All right. Must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. All right. Let's see. This place actually looks really nice. Like everything is modeled really, really nice. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Alright. Ooh, what's this? All right, cool. Ich habe Sie noch nie gesehen. Uh-oh. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Uh-oh. Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht, Fräulein Schneider. And now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Oh. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. Oh. Not gonna lie, this is getting pretty intense. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel.
Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh, or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of... Wait, what? Oh! Oh, no, 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 no. Got him. This is for my comrades. This is for my son. This is for me. Dang it. La Résistance. All right, let's get out of here. Hopefully they don't check too soon. Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Oh oh. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Spion entdeckt. Oh, they're not chasing us. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Weißt du, was er will? Let's see. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Let's make our way out of here. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Alright. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! Oh, that's the only way I saw. You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. All right. Ooh. Have to be quiet. All right. Come on. Ooh. Might as well pick this one up just in case something goes hairy. Let's see. Alright. Let's go over here. Oh.
too risky. Come on. There we go. Too exposed. Got him. Very good. Thank you. I'll be here if you run into trouble. What can you do from here? Let's see. Exposed. All right. Just one more. All right. I'm glad I was able to save that dude, though. Might be a great benefit later on. Let's see. Make our way out through here. It might actually be better if I go out the way I came in. Let's go ahead. Go through here. Ooh. Nobody's here. Nobody's here. Dang it, this was my only entrance? Maybe going back the other way might be more better. Nah. I'm not gonna go through the window. I was about to say, what's up there? Or another option just might have just opened up. No. Hopefully our cover's still good. We only need to be through here. Looks like our cover's still good. Almost broke it though. Ooh. Vor Betreten des Gebäudes werden alle Papiere überprüft. Jawohl, ich informiere umgehend die Sicherheitskontrollen. See what we can do with here, actually. So we gotta set up explosives over there. Thought there was guards over here. Where'd they go? Oh. Probably there. Okay. Should be safe to do this. Now it's up to you and your team. Got the trophy too.